Sie haben sich einiges vorgenommen. John, Mohammed, Marcel und Ali, Maddox, Özay und Hamza. 35 Hochbeete wollen sie mit ihrer Schülerfirma bauen. Eine Menge Holz für die Jungs. Sonst macht man ja etwas mit dem Stift und schreibt sehr viel. Aber in dieser Firma kann man halt mehr machen. Und es macht mehr Spaß als ein normaler, gewöhnlicher Unterricht. Statt Stifte gibt's für Mohammed und die anderen Jungs hier Bohrmaschinen und anderes Werkzeug. Roland Meyer vom NABU Rothenburg und seine Kollegen unterstützen die Neuntklässler und geben ihnen Tipps für die Arbeit mit Holz. Das gab's übrigens von Bingo. Wenn man hier was lernt, dann kann man später auch in der Ausbildung was mit Holz anfangen. Und man arbeitet viel mit Freunden, man hilft sich gegenseitig, macht einfach Spaß. Genau dafür wurde die Schülerfirma an der IGS Rothenburg gegründet. Hier haben Marcel und die anderen die Möglichkeit zu überlegen, ob ihr Herz für einen Beruf mit Holz schlägt. Dabei müssen sie aber auch, wie in einer richtigen Firma, wirtschaften. Alles, was hier produziert wird, verkaufen die Jugendlichen, zum Beispiel um die Werkstatt aufzurüsten. Eigentlich. Ja, also dieses Mal machen wir es halt sozusagen freiwillig. Und das finde ich auch schön, sowas zu machen. Für guten Zweck. Der gute Zweck? Die fertigen Hochbeete sollen in die Gärten von 16 Kitas und Krippen einziehen. Die Aktion gab es schon vergangenes Jahr. Und weil die Minigärtner so viel Freude an ihren Beeten hatten, dürfen sich in diesem Jahr die nächsten Kita-Kinder über ihr erstes selbst geerntetes Gemüse freuen. Volle Beete und Bäuche für die Kids und alle Hände voll zu tun für die Holzbau-Schülerfirma. Bei diesem Bingo-Projekt gibt's nur Gewinner. Hier, finde ich, zeigt sich, dass viele doch gut darauf ansprechen, wenn sie wirklich gebraucht werden, wenn sie auch gutes Material haben. Das kann sich eine Schule ja sonst eigentlich nicht leisten, irgendwie für 1.500 Euro Bretter zu kaufen und sowas zu machen. Und das geht hier dank der Bingo Umweltstiftung, die dieses Projekt finanziert, und dank der Schule, die hier mitmacht. Schon in wenigen Wochen sollen die ersten Pflänzchen über den Beetrand gucken. Ein straffer Zeitplan für die Schülerfirma. Aber am Ende läuft alles wie geplant. Alle Frontseiten und Außenwände sind fertig. Außerdem gibt's pro Beet 4 Deckbretter für die Kanten. Das sorgt zum einen dazu, dass die Kinder sich da drauflehnen können und ein bisschen besser gucken können. Das Schöne an einem Hochbeet ist ja, dass einem die Pflanzen quasi auf Augenhöhe begegnen. Das ist für Krippenkinder und die sind dann vielleicht so groß und das passt ganz schön. Und zum Zweiten hat es den Vorteil, dass hier Schnecken nicht hochkommen, weil die keine Lust haben, über Kopf zu kriechen. So bleibt mehr von der Ernte übrig. Und wenn alles gut geht, ernten auch Marcel und die anderen Jungs bald etwas. Den Erfolg, einen Ausbildungsplatz in der Tasche zu haben. Vielleicht ja sogar als Tischler.